Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil Revelations 2. Ja, wir sind mit Natalia hier in den Minen. Es geht immer noch tiefer runter. Hier ist überall Giftgas. Und ja, wir sind immer noch auf der Suche nach Alex Wesker. So ist der Stand der Dinge. Keine Ahnung, wie das hier weitergehen soll, gerade weil hier unten, wir müssen eigentlich immer tiefer, aber wie gesagt, da unten ist dieses Gas und das hat uns im letzten Part schon mal das Leben gekostet. Von daher, we will see. Bin gespannt. So, was haben wir hier? Notiz eines Minenarbeiters. Das Giftgas tritt weiterhin aus, sodass immer mehr Gebiete von immer dichterem Gas kontaminiert werden. Es ist unmöglich, zur unteren Anlage zu gelangen, ohne das Ventilationssystem zu aktivieren. Aber da das Ventilationssystem enorm Energie verbraucht, können wir es nicht ständig in Betrieb lassen. Und das gerade jetzt, wo wir die Mine wieder geöffnet hatten. Aber wenn das so weitergeht, bleibt sie nicht lange offen. Wenn wir die Mine verlieren, bedeutet es das aus für die Insel. Okay, das heißt, es gibt auf jeden Fall ein Ventilations-Dingsi-Bumsi-Gedönsi. Für. Ach, das geht für die nicht. Warte mal. Ach so. Ach, da haben wir schon. Ja, guck mal, dann machen wir Anti-Rückstoß dafür. Und dann geht Anti-Rückstoß da rein. Ach, das geht wieder für die Waffe nicht. Dann machen wir da Anti-Rückstoß rein. So. Genau. Das heißt, es gibt ein Ventilationssystem. Das heißt, im besten Fall haben wir irgendwie eine Möglichkeit, dass dieses Gift hier rauskommt. Dann gehen wir erstmal hoch und gucken mal, was hier Phase ist. Liftaktivierungsschlüssel Dieser brauchen wir Fahrstuhl könnte dafür. uns runterbringen. Ja gut, der Liftaktivierungsschlüssel wird wohl weiter oben sein, gehe ich mal von aus. Bestimmt wieder in den Händen von irgendeinem Monster. Da ist eine Das ist ein Tür. Ventilationssystem. Wenn wir es zum Laufen bringen, beseitigt es vielleicht das Gas für uns. Ja. Ich will aber erstmal hier gucken. Wo sind wir hier? Okay, Moment. Au. Ach, das ist so ein Bubble-Ding. Okay, Moment. Ja, ist ja gut. Ich darf halt hier immer nicht so. Moment. Den Schwerpunkt. Also sein. Den da. Jetzt. Okay, Moment. Was war bei ihm? Was ist das Bein? Okay, der ist down. Okay. Da können wir auf jeden Fall noch nicht runter. Da ist Gas. Es wäre halt auch schön blöd, da jetzt runter zu gehen. Okay. Mäuschen, du stehst im Weg. Ne, ich behalte das Kraut nochmal. Wir sind ein bisschen angeschlagen, ist aber nicht so schlimm. Wir belassen das mal. Gut, dann gehen wir jetzt erst hier gucken. Kann halt richtig hart gleich in die Hose gehen, aber gut. Lässt sich dann halt gerade einfach nicht vermeiden, würde ich sagen. So. Ist hier irgendwas? Nö. Da unten. Da müssen wir halt auch für runter. Es ist halt total dämlich. Weil hier unten überall Gas ist. Moment. Kann ich die? Ich habe doch noch eine Köderflasche.
Okay, reicht anscheinend. Okay, für er ist down. Er ist jetzt auch down. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, da runter zu gehen. Okay, wir machen es. Wir wagen es jetzt einfach mal. Okay, elektrisches Schloss. Hallo. Hallo, Kumpel. Ich kann mich auch gerade echt nicht. Okay, wir müssen hier irgendwie. Können wir da hoch? Ja, ne? Da oben war gut. Hier oben war kein Gas. Perfekt. Dann ist das hier unser Safe Spot. Kumpel. Okay. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung müssen wir... Okay, wir nehmen jetzt erstmal den Tunnel und gucken, wo der uns hinbringt. Huch, oh Gott. Okay, hier ist das nichts. Das war eine Scheißidee. Also zurück. Und da dringend wieder raufgeklettert. Dass wir wieder Luft kriegen. Okay. Gut. Da kommen wir eh nicht. Ja, das Ding könnte man wahrscheinlich schieben. Dann gehen wir jetzt hier weiter. Gucken wir, hier haben wir. Gib mir das doch. Dann nehmen wir den. Oh Gott. Tagebuch eines Minenarbeiters auf Russisch. 2. April. Manchmal tragen die Wissenschaftler diese Kisten zu den Hinterräumen. Ich habe aus Versehen einen Blick ins Innere werfen können. Es sah aus wie ein Mensch. Oder das war mal ein Mensch. Aber das ist verrückt, nicht wahr? Nein, nein, nein. Meine Fantasie geht mit mir durch. Das würde doch niemand machen. Aber dennoch lässt mich das nachdenken. Ich fange an, mir Sorgen um meine Familie zu machen. 15. April. Ich konnte nicht anders. Ich musste herausfinden, was in den Kisten steckt. Verdammt nochmal. Manchmal sollte man vorsichtig sein, was man sich wünscht. Es waren Menschenleichen. Unsere Leichen. Die Leichen von Inselbewohnern. Schön in Teile geschnitten. Forschung? Das ist nichts weiter als kranker, perverser Massenmord. Diese Kisten. Jeden Tag werden die hier vorbeigetragen. Wenn ich nur daran denke, dass jedes Mal... Diese Frau. Wir haben ihr vertraut. Wir dachten, sie würde uns helfen. Stattdessen benutzt sie uns nur. 25. April. Ich dachte, vielleicht hatte ich überreagiert. Dachte, ich sollte ihr Gelegenheit geben, sich zu erklären. Ich habe sie gebeten, sich mit mir zu treffen. Aber sie hat mich ignoriert. Soweit muss es also kommen. Ich werde die Wahrheit schon aus ihr rauspressen. Mit ein bisschen Druck wird sie schon mit der Sprache rausrücken. Ich habe mein ganzes Leben hart gearbeitet und sie ist eine dürre, kleine Frau. Ich kann sie leicht überwältigen. Ich bin kein Freund von Gewalt, aber irgendwas muss getan werden. Ich sehe keine Alternative. Jemand muss ihr die Stirn bieten und das Richtige tun. Wenn nicht ich, wer dann? Ich kriege dich, Alex. Du wirst den Tag bereuen, an dem du dich entschlossen hast, dich mit uns anzulegen. Okay. Wir gehen dann mal ganz kurz oben wieder rauf. Frischluft. Da ist auf jeden Fall noch ein Stein. Okay, und dann gehen wir da hinten jetzt einmal weiter. Hier ist Sackgasse. Da ist aber noch Magnum-Munition. Das hat sich gelohnt. Wir gehen noch mal kurz Luft holen. Und dann gucken wir mal weiter. Okay, ich guck mal, ob wir das Ding da schieben können. Natalia, wieso bist du nicht bei Barry? Okay, kommt. Meine Fresse, wieso ist sie denn nicht hinterhergekommen? Kurz herauf, Frischluft holen. Okay. Gut, weiter geht's. Ich wollte nämlich gucken, wo das Teil
komme! Oh, das Vieh sein. Das Ekelbein. Okay, das da. Das wird doch hier nichts. Wir krepieren doch hier gerade schon. Obwohl, nee, da können wir hoch. Da können wir hoch. Schnell! Okay, Moment. Ist das, was ist das für eine... Das ist die Magnum, ne? Ja. Okay, hier geht's also auch nicht weiter. Dann wieder runter und weiter. Also wieder zurück und dann nehmen wir den letzten verbliebenen Gang. Wo bin ich? Was zur Hölle? Wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Einmal anders abgebogen. Okay, wir nehmen das hier einmal alles mit, aber wir gehen da eben gleich nochmal zurück, weil keine Ahnung, ob wir schon hier sein. Also, ob ich da jetzt was verpasst habe. Gerade einfach noch einmal anders abgebogen. Okay. Weil ich will zumindest da hinten auch nochmal gucken, wo man da rauskommt. Wenn man da jetzt gleich die Lok da, also diesen Wagen da nochmal schiebt. Weil den kann man doch 100 pro auch nochmal schieben. Ja, definitiv kann man den schieben. Okay, da hör mal kurz auf, kurz Luft holen. Und dann einmal kurz sortieren und dann geht's da unten weiter. Da ist nämlich noch ein Raum. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir da irgendwie den Strom anmachen können gleich. Das wäre halt hart nice. Okay, ich gehe aber noch mal kurz Luft holen. Oh. Also dieses mit dem Gas, das ist schon echt wild, ne? Aber gut, das kann halt ja tatsächlich auch passieren, je nachdem, was da in diesen Minen... Oh, Natalia, die Kiste ist für dich. Dass sie immer nicht mitkommt, ne? Okay, kannst du die bitte für mich aufmachen? Nein. Okay. Oh Gott, wir krepieren. Lauf, lauf, lauf! Du schaffst das! Oh Gott! Halleluja! Okay, erholen wir uns jetzt ein bisschen. Halleluja! Okay, wir probieren es nochmal. Moment. Okay. Wir gehen auch jetzt nochmal Luft holen direkt. Und dann machen wir das letzte Schloss. Luft. Okay. Und weiter. Ich will diese Kiste unbedingt haben, Leute. Ja, perfekt. Komm. Nimm's mit. Nice. So, jetzt gehen wir nochmal kurz Luft holen.
Und dann gehen wir zurück. Okay. So, schnell zurück. Hier nochmal Luft holen. Und dann müssen wir da hinten weiter. Okay. Los. Komm, komm, kommt. Hier lang. Dann hier schnell hoch. Komm, komm, komm. Richtig gut. Richtig gut. Was? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hä? Okay. Ach du Scheiße. Das ist schon wieder. Nee, ey. Das ist nicht. Nicht euer Ernst gerade. Echt gut gemacht! Ja, ich muss erstmal. Das hat sie gerade schon gemacht. Hier, brenn doch bitte. Ekliges. Oh nee, jetzt geht das schon wieder los. Danke für die Hilfe! Oh, jetzt hat mich das Vieh schon wieder erwischt. Danke für die Hilfe! Ja. Jetzt ist das auch noch. Oh Gott, okay. Scheiße. Oh nein, das war nicht der Plan. Okay. Ich glaube. Wir müssen uns erst um das eine Vieh da oben kümmern, was uns mit dem ganzen Scheiß immer bewirft. Und dann können wir uns um das große Vieh kümmern. Das ist vermutlich die bessere Lösung. Okay. Erst um den da kümmern. Der ist nämlich jetzt down. Und uns dann um das da. Okay, Moment. Oh, da ist noch so einer. Das war nicht der Plan. Okay, Moment. Moment. Ah, der kommt von hier. Lass mich da mal. Okay. Okay, den haben wir jetzt damit. Okay, ich habe mich jetzt hier wieder in eine super Enge manövriert. Oh ne, das war daneben, das war richtig scheiße. Nein. Freund Zwecknase. Lauf! Shit, lauf! Okay, Moment. Nee, jetzt ist da auch noch so ein Vieh. Lauf! Okay, Moment. Benutzen. Ah,
Okay, Moment. Okay, 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 Mama. Es ist doch gut jetzt. Was ist denn mit dir? Es ist doch gut. Au! Oh Mann. Echt gut gemacht. Ja. Es ist doch gut. Es ist doch gut jetzt. Wie viel willst du denn noch einstecken? Meine Fresse. Alter. Wie es mich einfach hart nervt. Das ist jetzt ja noch das Einzige, was noch über ist, ne? Aber das Ding ist, wir kommen halt hier eh nirgendwo hin. Es macht halt auch keinen Sinn, das irgendwie gerade zu treffen, glaube ich. Natalia, komm her, wir gehen hier wieder raus. Die Frage ist jetzt, hat, oh, ich habe da oben was vergessen. Verdammt, wir müssen wieder zurück. Wir müssen nochmal zurück. Da stand noch ein rotes Kraut. Das nehmen wir doch bitte nochmal mit. Weil das können wir nämlich jetzt kombinieren mit dem da. Ach, und dann können wir das nämlich übergeben. Dann nehmen wir nämlich eins, benutzen. Okay. Gut. Und dann überlegen wir uns jetzt was für dieses Ekelvieh hier. Hier. Danke. Jetzt schnauze da drüben. Okay. Wir haben nicht ganz so viel Munition gerade. Das können wir nochmal nachladen. Aber ich sollte ein bisschen sparsam sein. Okay, dann müssen wir da jetzt eben einmal fix, schnell wieder rauf. Oh Gott, nein, 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 nein. Wo kommst du denn jetzt her? Uncool. 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 Natalia, komm. Okay, schnell hier rauf. Schnell hier rauf. Da ist jetzt auf jeden Fall grün, das ist perfekt. Dann können wir da nämlich jetzt eben schnell rein. Und ich denke... Ach Gott, nee, 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 nee. Nee, lauf, lauf, lauf. Okay, wir machen das so. Hat irgendwer noch eine Köderflasche? Nee, eine Rauchflasche, aber ist nicht so schlimm. Stirbt. Sterbt. Okay. Gut. Das war gut. Okay. Dann haben wir das doch jetzt hier auch. Halleluja. Sicherer Hafen, ihr Lieben, sicherer Hafen. So, wir drücken jetzt auf den Knopf. Damit haben wir die Ventilatoren. Perfekt. Nice. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, damit beenden wir den Part an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr am Mittwoch wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Tschüss.